Ja, guten Abend. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zur 34. Folge von Härten im Dialog. Wir sind ein bisschen später dran. Wir haben etwas mit der Technik gekämpft, aber das macht nichts. Ich begrüße euch. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, herzliche Einladung, die am Ende des Gesprächs auch wieder zu stellen. Ich mache das Mikro mal ein bisschen dran. Ja, also Stichwort ist, wir haben mit der Technik gekämpft und meine Gesprächspartnerin steht auch so ein bisschen für Kämpfen. Und ich muss sagen, ich freue mich riesig, beim 34. Gespräch von Härten Dialog als Gesprächspartnerin zu reden, heute mit Rosi von Westerholt. Hallo, Frau von Westerholt. Hallo, hallo, Matthias. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, wir haben gerade geschaut, Sie müssen ganz laut reden, das kriegen Sie aber hin. Sie sind ja eine sehr, wie soll ich mal sagen, erprobte und kämpferische Frau. Frau von Westerholt, wie halten Sie sich fit? Also, wichtig ist, dass man sich also immer bewegt. Also ob egal wie, draußen, drinnen oder jetzt mehr draußen. Corona hat uns immer nach draußen geschickt. Aber Sport betreiben, ganz, ganz wichtig. Also kann ich nur jedem empfehlen, egal was er macht. Ja. Aber Sport betreiben. Wir haben vor einigen Tagen miteinander gesprochen und dann haben Sie zu mir gesagt, es ist wichtig, dass die älteren Menschen auch für sich selber Verantwortung übernehmen und auch schauen, was sie selber tun können. Meine Frage an Sie, wann muss man denn anfangen, aktiv für seine Gesundheit was zu tun? Im Alter? Im Alter? Nee, also schon als Baby. Als Baby. Wie war das denn bei Ihnen? Es ist ja so, dass schon ungefähr ab 27, 28 Jahren im Grunde genommen der Körper schon abbaut. Das heißt also, man muss jetzt dafür was tun, damit er nicht abbaut und damit er tatsächlich fit bleibt. Das heißt also, man sollte nicht zu spät anfangen, aber es gibt, ich kenne welche bei mir im Leichtathletikbereich, die haben vielleicht erst mit Mitte 70 oder sowas angefangen und sind jetzt gegen auf die 90 zu und fühlen sich wohl. Das heißt also, man kann auch noch später was auch mit sich machen. Also nur wichtig ist, so früh wie möglich. Ja, jetzt hört man ja immer, wenn man an Fitness denkt, es geht so um Walking, Laufen. Aber wenn ich ja jetzt mal in Ihre sportliche Biografie schaue, dann lese ich da, Diskus werfen, Speer werfen, Kugelstoßen. Da denke ich ja, da kann man doch mit 70 schlecht mit anfangen, oder? Das kann man nicht mehr. Nee, ist richtig. Laufen, ja, laufen kann man zu jeder Zeit anfangen. Aber die Disziplinen, die aus technischen Gründen, ja, Kugel, Diskus, Speer, sind alles technische Disziplinen, die erkenne ich, sehe ich nicht mehr. Also wenn ich im Alter meine Wettkämpfe habe, und ich laufe da so über den Sportplatz und mir erzählen welche, ich habe gerade angefangen mit dem Sport, sind das, wenn die über 70 sind, alles Läufer. Es gibt keine Werfer mehr dazwischen. Sowas Verrücktes wie mich, die dann noch mal zu Mütze in dem Alter noch Kugelstoß oder sowas, gibt es nicht so oft, ist auch nicht unbedingt immer notwendig. Ja. Nur ich weiß ja von mir aus, dass mir der Sport immer gut getan hat. Und es gibt ja so ein Buch, was einer geschrieben hat, einer, der auch für die Welt schon geschrieben hat und was. Das Buch könnte ich ja mal weiter veröffentlichen. Da schreiben über 70-Jährige, dass sie noch Skispringen. Und 90-Jähriger, der Weltrekorde über 100, 200 und 400 und sowas läuft. Okay. Kletterer, also die schon um die 80 sind, die also noch meist nicht mehr in die Berge gehen, aber immer noch klettern, dann eine Triathletin ist dazwischen. Also das ist etwas, wo den Ehrgeiz habe ich nie gehabt. Ja. Den Ehrgeiz, Triathlon zu machen, das heißt also laufen, Fahrradfahren und schwimmen. Ja. Und das in dem Alter von über 70. Nee, das ist nicht mein Ding. Ja, jetzt, ich bin ja jetzt 62 Jahre alt, ne?
Was würden Sie jetzt so einem älter werdenden Herrn mit 62, also ich habe jetzt, ich will jetzt nicht sagen Idealgewicht, aber ich liege so ein bisschen drüber. Wenn ich Sie jetzt fragen würde als meine Coachie, was würden Sie mir denn raten, wenn ich jetzt beginnen möchte, mit was sollte ich beginnen? Wenn man also bis dahin noch nichts gemacht hat. Wenn man nicht viel gemacht hat, sagen wir mal so. Ja, dann würde ich sagen, ist Walken keine schlechte Sache. Okay. Damit man überhaupt erstmal, ich weiß nicht, ob Joggen immer das Richtige ist, weil das ja doch auch eher in die Gelenke geht. Okay. Also da würde ich eher raten, zu walken. Ja. Und man kann ja während des Walkens auch Übungen machen, sodass man dann, also sagen wir mal, wenn man jetzt mit Stöcken arbeitet, kann man daran Schwünge machen, man kann mit denen gymnastische Übungen machen. Also sowas würde ich dann empfehlen. Ja. Wie schätzen Sie so den Gesundheitszustand der älteren Menschen in unserer Gesellschaft generell ein? Machen sich da eher Gedanken und sagen, oh, da findet man noch viel Übergewicht und schwere Zustände? Oder haben Sie das Gefühl, nee, die älteren Menschen sind schon gesundheitsbewusst und achten auch stark auf Bewegung? Wie würden Sie das einschätzen? Ich würde vielleicht sagen, vielleicht 30 oder 40% wissen, was sie tun. Also sie okay. tun dafür was für sich. Der andere Teil gehört da nicht zu. Ja. Ich habe ja zwei Senioren-Gymnastikgruppen und ich merke in dem Moment, in dem die so 70 geht dann noch, so Mitte 70 in die 80 reinkommen, dass die sagen, nee, geht nicht mehr. Mhm. Jetzt muss man sich mal fragen, warum eigentlich nicht mehr? Ich glaube, das ist eine Bequemlichkeit. Okay. Und die muss man, eigentlich müsste man den Tritt hinternehmen. Okay. Wie wichtig ist denn bei diesen Sportaktivitäten aus Ihrer Sicht die Gruppe? Also es sind ja jetzt gerade auch durch Corona vermute ich mal auch viele ältere Menschen jetzt sehr an ihre Wohnung gebunden. Wie bedeutsam ist es, dass es ein Gruppenangebot gibt und dass man ältere Menschen motiviert, sowas auch in einer Gruppe zu machen und jetzt nicht zu Hause alleine vor dem Bildschirm? Mittlerweile hört man ja, dass die in den Hallen oder in den, trainiert haben, teilweise dann mit Maske da reingehen müssen, auch mit Maske womöglich noch Übungen. Ich habe immer gesagt, Sport für mich mit einer Maske kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Mache ich nicht. Ich würde eher denen sagen, sie sollen einfach, wenn sie sonst immer in der Gruppe gearbeitet haben, die aber jetzt nicht arbeitet aus Corona-Gründen, sollen sie selbst was für sich tun. Also ja. Für meine Begriffe ganz wichtig. Also ja. Ich habe schon vor ungefähr 2 Monaten aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, ob Leute was tun oder nicht tun. Ich habe meine Qigong-Gruppen, meine Gymnastikgruppen sofort wieder angesprochen und habe gesagt, hört mal, wir sind nur draußen, aber wir tun was. Ja. Und die Gymnastikgruppe ist mir aufgefallen, die eben auch schon an die 80 gehen, wo teilweise die Kinder denen scheinbar verbieten, Sport zu machen, weil sie eben schon zu dieser Altersstufe gehören. Ah, okay. Und das finde ich eben nicht gut, weil ich tatsächlich Dinge gemacht habe, wie durch den Wald zu laufen, durch den Schlosspark zu laufen. Und da machen wir Übungen dazwischen. Und die können spazieren, die können nebeneinander herlaufen, soweit sie wollen, auch 2 Meter voneinander entfernt, Platz ist genug. Solche Sachen. Und meine Qigong-Gruppe, die ja etwas jünger sind, die sind willkommen. Ja. Sie haben dieses Problem nicht, weil sie aber jünger sind. Vielleicht. Ja. Haben Sie das Gefühl, Frau von Wetzel, dass wir in Herten mehr für den Seniorensport tun müssten, also mehr werben oder auch ein bisschen proaktiver auf die älteren Menschen zugehen, dass sie auch im Alter nochmal mit Sport beginnen? Ich weiß ja, wie es in China läuft. Ja. Und ich bin fasziniert von der Art, wie die das sehen. Die haben jetzt wirklich kleine Wohnungen, die gehen nach draußen und machen was. Ja. Das wäre vielleicht mal eine Idee, vielleicht mal im Schlosspark mal Leute kommt mal dahin, macht einfach sowas vielleicht zu versuchen. In China funktioniert das. Da macht einen vor und die machen alle nach.
Also ein Riesenbetrieb ist da, dann wird getanzt draußen, nicht? Da wird einfach ein Kassettenrekorder hingestellt, jetzt rechts vor sich hin, aber man tanzt, man bewegt sich. Das ist etwas, was ich hier nicht so sehe. Man ja. durch die Gegend oder so, naja, sowas mittlerweile. Aber das fand ich immer klasse in China. Trotzdem, ja. die mittlerweile genauso bescheuert sind wie wir und meinen, dass, was wir zum Beispiel, ich mache ja Qigong, das Qigong oder Tai Chi, was für alte Leute ist, richtig ja. auch drauf, weil die genauso Krankheiten mittlerweile haben wie unsere, mit Herzproblemen und so. Ja. Was meines Erachtens nicht sein müsste, wenn die einfach mal aufgeschlossener wären für irgendwelche Übungen, ne? Für ja. Bewegungen. Ja. Man müsste vielleicht versuchen mal, Leute in ja. den Kurs zu locken. Keine schlechte Idee. Ist Ihre Erfahrung, Frau von Westerholt, dass jetzt für diese Angebote Frauen, ältere Frauen, eher doch empfänglich sind als Männer? Ja, auf jeden Fall. Woran liegt das denn? Vielleicht sind die, denken die mehr so in sich hinein, ach, ich glaube, ist vielleicht doch ganz gut, wenn ich was tue. Und bei den Männern habe ich immer das Gefühl, manchmal habe ich ja, dann habe ich mit denen irgendwelche Übungen gemacht, weil sie mal die 5 Tibeter zum Beispiel kennenlernen wollen. Aber eigentlich wollen sie pölen, ne? Überhaupt nicht. Also nur Power. Ne? Und wenn man dabei umfällt, tot umfällt, ist auch nicht schlimm, aber Power. Ne? Ja, die wollen gewinnen, ne? Frau von Westholt, wie wichtig ist die Ernährung bei, im Alter? Das viele Fleisch essen ist eine Katastrophe, würde ich einfach mal so bezeichnen. Das wäre jetzt die ideale Idee, Möglichkeit gewesen, wo diese ganzen Fleischereien da nicht so richtig in Ordnung waren, mal tatsächlich vom Fleisch wegzukommen, so wenig wie möglich. Das hat man früher auch. Man hat ein Stück Fleisch gegessen. Sicherlich, ich meine, noch früher zurückliegend, weil die, ja, vielleicht kann man noch sagen, die Halbwilden oder sowas, die haben ein Tier getötet, haben nur an dem Tier, mit dem Tier dann gegessen. Wenn nichts mehr gab, gab es danach nur noch Grünzeug. Aber irgendwie, wenn sie das Tier hatten, haben sie es dann gegessen. Ich habe zum Beispiel, wie ich in Papua-Neuguinea war, da war gerade so ein Schlachtfest. Und da wurde ein Schweine geschlachtet. Und da war wirklich, das wurde ja nur heiße Steine, Grünzeug, Fleisch. Und das Fleisch, was am längsten brauchte, ganz unten. Da war ein großer Berg, da war das ganze Fleisch drin. Und das oberste war am schnellsten fertig und das haben die als erstes gegessen. Ja. Und dann so, das andere wurde zum Teil auch getrocknet oder so. Also, dass man wenn, dann vielleicht einmal in der Woche ein richtig schönes Stück Fleisch isst, richtig ein gutes und sonst einfach mehr Gemüse. Obst. Ja. Herrlich. Und ich meine, man sagt immer, manche Leute können sich das nicht leisten. Ich sehe ja, man kann ganz günstig sich Kartoffeln holen. Ein Quadratmeter oder wie viel kaufen und dann auch schon hat man für den ganzen Winter über Kartoffeln. Ja. Das ist für 2 oder 3 Euro. Ja. Also an Geld dürfte es eigentlich nicht immer sehen, dass sie sagen, ja, das kann ich mir alles nicht erlauben. Ja. Noch eine Frage. Ich bin ja jetzt in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen und es ging um so die Frage, wie können wir in der Kommunalpolitik auch nochmal mehr über Themen im Alter sprechen? Und da war eine Idee, wir bräuchten bei uns im Stadtrat einen eigenen Seniorenausschuss, also der die Interessen der Senioren vertritt. Ist das etwas, was Sie sagen, das wäre gut oder finden Sie, das muss der Rat so im Blick haben? Wir brauchen keine besondere Gruppe, die sich nur um die Seniorenangelegenheiten kümmert. Was denken Sie darüber? Ich dachte, das hätte es gegeben oder gibt es das in Recklinghausen? Ja, in Recklinghausen gibt es das. Hier in Herden gibt es das in der Form noch nicht. Finden Sie das gut, dass es sowas gäbe? Ja, wenn man die richtigen Leute dabei hat. Ja, ja, klar, ja. Ja, also das Problem, ja, das Problem ist ja, schauen Sie, wenn ich jetzt Anfang 60 bin, Sie sind jetzt über 80, die Lebenserwartung wird ja immer höher, da liegen ja manchmal 25, 30 Jahre dazwischen, also wenn wir Senior sagen, dann meinen wir
60-Jährige und 90-Jährige, die müsste man doch eigentlich getrennt betrachten. Also das ist doch eine Riesengruppe. Sehe ich auch so. Also wir haben zum Beispiel beim Golfen ab 60. Ja. Und dann sage ich, Mann, das könnten wir ja meine Kinder sein. Ja, okay. Das ist schon ein bisschen witzig, aber naja. Okay. Zum Schluss habe ich noch eine Wunderfrage. Nehmen wir mal an, Frau von Westerholt, da schenkt Ihnen jemand 1 Million Euro und würde sagen, Frau von Westerholt, das Geld können Sie jetzt frei verwenden, aber Sie müssen das verwenden, um den Seniorensport in Herten nach vorne zu bringen. Was würden Sie mit dieser 1 Million Euro tun? Boah, also Sie wissen ja, dass ich leichterlehn bin. Ich würde also erstmal unseren Platz da unten in Herten in Ordnung bringen. Okay. Ja, das gefällt mir gar nicht. Die laufen da im Staub rum oder sowas. Das finde ich also gar nicht gut. Also da würde ich auf jeden Fall die 500.000 mindestens reinstecken. Ja. Und sonst würde ich sagen, ja, einfach versuchen. Da müsste man die Sportarten oder hier Corona-Sport und sowas, diese ganzen Vereine zusammen suchen mal und einfach sagen, Mensch, komm, wir setzen uns mal zusammen, wir haben jetzt Geld, jetzt versuchen wir mal Leute zu aktivieren, mitzumachen. Ja, okay. So. Ja. Schöne Idee. Vielleicht klappt die ja auch ohne 500.000. Das kann man ja sowieso mal probieren, ne? Ja, wäre dann keine schlechte Idee. Wunderbar. Ja, danke schön. Frau von Westerholt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das kurze Gespräch. Es ist deutlich geworden, im Alltag muss man was für sich tun. Da muss man sich manchmal auch überwinden. Sie machen wunderbare Angebote. Die Idee, mal im Schlosspark aufzurufen für eine große Gruppe, die vielleicht mit Qigong was macht, um so ein Gefühl zu kriegen, finde ich sehr spannend. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Für diese Zeit. Bleiben Sie gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei späterer Gelegenheit nochmal über das Thema verständigen. Und Dankeschön, dass ich mit Ihnen sprechen konnte. Ja, danke auch. Alles Gute. Schönen Abend wünsche ich. Dankeschön Ihnen auch. Tschüss. Danke, tschüss.